Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und mit einem kleinen, was ist es? Eigentlich hatte ich das ja alles schon mal gemacht, was ich jetzt mache, aber ich wollte es nochmal in komprimierter Form machen. Und zwar, ein Odin war shoppen, und ich war ja shoppen, ich habe ja mehrere Sachen geholt. Eine von den Sachen, die ist nicht da, die kommt erst noch. Und zwar am 1. Dezember, Just Cause 3. Das ist ja noch nicht da, das erscheint ja erst dann. Ja, ich war einmal shoppen und habe mir da diesen neuen 4K Ultra HD Fernseher gekauft von der Firma Grundig. Der ist aber schon kaputt, da warte ich jetzt gerade drauf, dass es Montag wird, dass ich da bei Grundig anrufen kann. Also er geht, er ist top, Farbe ein bisschen grell, habe ich jetzt erstmal Testbild mir runtergeladen, um das alles nochmal ein bisschen einstellen zu können. Meine 3D-Brillen sind auch ganz, die habe ich auch schon getestet, bloß irgendwie das Infrarot, was die Brillen auslösen soll, oder keine Ahnung, das muss unterbrochen sein oder nicht gehen. Mal gucken, was der Techniker sagt. So, dann hatte ich im ersten, hatte ich, glaube ich, schon gezeigt, ich hatte mir Darksiders habe ich mir geholt, das habe ich ja schon für die PS3 gehabt mit allen DLCs, also beziehungsweise habe ich mir alle einzeln gekauft. Dann habe ich für mich hier Magic to Win, das ist auch noch verpackt, das will ich auch schon in 3D gucken, weil wenn ich den 3D kaufe, will ich nur 3D gucken, dann muss ich aber erstmal warten, was mit meinem Fernseher ist. So, dann haben wir hier Teil 4 von Kasperle Theater, Teil 3, Teil 2 und Teil 1, die hatte ich euch ja alle schon gezeigt. Teil 4 war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht da, oder? Weiß ich jetzt ja nicht. Und dann ist noch was gekommen gestern, Samstag. Da werde ich euch mal runterrischen. Ich habe mir mal wieder was Klamottenmäßig geholt. Ich habe mir einen coolen Pullover gekauft. So. Und zwar hat der 36,90 € gekostet, der Pullover. Und zwar 27 € Warenwert. Versandkosten 3,28 € sind 31 noch was. 19% Mehrwertsteuer sind bei 36,90 €. Ich habe dann wieder einen Aufkleber mit bei. Spaß kostet. Das ist eine Firma aus Thüringen. Da habe ich ja schon öfters mal was bestellt. www.spaßkostet.de bis 10XL haben sie da. Also man kann sich T-Shirts bis 10XL machen. Ja. Und hier. So, und dann kommen wir mal zum guten Stück. Das war doch schon. So. Und zwar habe ich mir einen Pullover geholt. So, müssen wir mal gucken. Oh, der ist ja ohne Kapuze. Ich habe gedacht, der ist mit Kapuze. Naja, habe ich mal halt ihn ohne Kapuze. Auch nicht schlecht. So, muss ich mal wieder rummachen, damit ihr das seht. Und zwar haben wir hier am Ärmel immer einen, ich mache mal nur ihren Ärmel, dass ihr das seht, ein Torshammer. Also ist wieder was Nordisches. Und da oben steht The Viking World Tour steht da. Seht ihr das? The Viking World Tour, also die Wikinger Welttour. Dann hat man da so zwei Totenschädel mit einem Helm und so einem Schild im Hintergrund. Ist das ein Schild? Ja, ein Schild. Ein Schild ist das, oder? Ja, das ist ein Schild. Im Hintergrund ein Helm, also zwei Wikinger mit jeweils einem Helm. Das ist doch ein Helm. Ja, dann Kranz links und rechts und unten zwei gekreuzte Äxte und ein Hexenzeichen. Und da steht die Daten der Viking World Tour, also die Welttour der Wikinger. Ja, und ganz unten Amerika. Was steht da? Ja, ich lese euch das mal vor. Von oben nach unten. 793 England. 795 Wales. 799 Frankreich. 807 Irland, 826 Russia, 844 Spain, also Spanien, 845 Morocco, ich denke mal, das soll Marokko heißen, 860 Island, 921 Gui, also ich denke mal, das soll Grönland heißen, 957 Italien,
Und 1000 ist Amerika dran gewesen. Das sind so die Eckdaten, wo die Amerika, wo die Wikinger so aufgeschlagen sind. Will ich es mal nennen. Ich fand den ganz cool und habe gedacht, Mensch, das wäre doch mal was. Das habe ja schon lange kein Pullover mehr gekauft. Und da habe ich mir dann den gegönnt. So. Habe ich bei Amazon mir geholt. Falls ihr das wissen wollt, den Link werde ich in die Videobeschreibung zu den Klamotten packen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Ich ja schon gesagt, was ich bezahlt habe. Müsst ihr aber euch beeilen, weil irgendwann gibt es die nicht mehr. Weil bei Spaß kostet, ist es so, wenn der Druck aus ist, ist er aus und dann gibt es den nicht mehr. Hoppala, ich habe das viel zu wenig. Einmal bis in der Mitte und dann von oben bis in der Mitte. So. Wenn der Druck denn nicht mehr da ist, wenn davon alle weg sind, dann wird der auch nicht nochmal aufgelegt. So, der kommt dann in den Schrank. Das war's. Ja, so viel zu meinem Odinger Shoppen. Das habe ich jetzt mal. Ich werde die anderen Videos wahrscheinlich auch alle hochladen. Das ist jetzt nur mal kurz eine Zusammenfassung, weil mit dem Fernseher, ich habe ja dann noch Unboxing gemacht und Hardware-Video. Das ist ja, der ist ja riesig, das Ding. 55 Zoll und da muss ich auch noch gucken, wie ich es mache. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, hoffe, hat euch mal wieder gefallen, was ich mir so gekauft habe. Ich werde auch demnächst nochmal shoppen gehen. Meine Küche werde ich euch auch nochmal vorstellen, denke ich mal. Da bin ich am überlegen, wie ich es mache. Na, und dann kann ich euch mal sagen, was ich da gekauft habe und warum das alles so lange gedauert hat. Wir haben ja knapp eine Woche dran gesessen an der Küche. Ja, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.